Mahlzeit, Freunde. Herzlich willkommen zu 030 Barbecue. Mein Name ist Bobby. Wie fange ich es heute an? Ich habe drei Leidenschaften, Freunde. Naja, eigentlich sind es vier oder fünf, aber drei ganz wichtige. Barbecue, Bier und Coffee. Kaffee, Freunde. Und darum geht's heute. Also wer keinen Bock hat auf Kaffee, einfach weiter gucken und dann vergessen. So ist am besten. Also, ich habe ganz, ganz lange jetzt, mindestens ein halbes Jahr, seitdem wir hier wohnen, vorlieb nehmen müssen mit diesem komischen Ding hier, ja. War ganz lustig, ist enorm teuer, was den Kaffee angeht und schmeckt gar nicht. Ich hatte darauf echt keinen Bock mehr. Ich habe lange mit Sassi diskutiert und ich wollte eine neue Kaffee- oder Espressomaschine. Wir konnten uns nicht entscheiden. Ich habe euch in der Story gefragt und vielen Dank für euer ganzes krasses Feedback. Ich habe wirklich enorm viele Nachrichten von euch erhalten mit Tipps und Vorschlägen zu Kaffee- und Espressomaschinen. Wir haben eine Woche ausgewertet und haben uns entschieden, Freunde. Es ist eine Espressomaschine geworden, ein Siebträger und zwar für 150 Euro. Nein, nicht ganz. Da ist noch eine Mühle dabei und ein bisschen Equipment. Wir haben das Bundle gekauft und hier ist es. Bam! De'Longhi The Barista Pack oder Barista Bundle. Kaffeemaschine, Mühle und ein bisschen Equipment. Ihr seht, es ist gerade angekommen. Wir packen jetzt aus und ihr seid live dabei. Bis gleich. Also Freunde, The Barista Pack. Unser Fokus lag darauf, dass ich eine Espressomaschine haben wollte, die mir einen vernünftigen Espresso macht und die nichts kostet oder sehr, sehr wenig kostet. Und tatsächlich nach euren ganzen Empfehlungen hat sich das Ding hier als die perfekte Lösung für uns, also vermeintlich perfekte Lösung für uns rauskristallisiert. Also eine Espressomaschine für 150, 160 Euro, eine Kaffeemühle dazu, alles zusammen. 289 Euro? So war es ungefähr. Quatschen kann ich viel. Wir müssen auspacken. Wir gucken, was da drin ist und ob das funktioniert. Also, auspacken. Zack! Da ist sie, Freunde. Aus dem Plastikgewand gepellt. Ja, sieht schick aus. Ne? Also, wir haben hier Kaffeemaschine und Kaffeemühle. Jetzt müsste ich mal gucken. Ich schreibe euch das natürlich unten rein. Das ist die De'Longhi EC685M als Kaffeemaschine und die Mühle ist die KG521M. Aber unten in der Box, Freunde. Dazu gab es noch ein Kännchen, so ein kleines Eimerchen für den Satz. Und ein, wie hieß das Ding? Temper. Temper, genau. Zum Pressen. Zum Pressen. Also, auspacken und reingucken. Wir machen das woanders. Hier geht's besser, wir haben da oben keinen Platz. Also, Deckel auf, The Barista Pack. Zack, wir schauen mal. Ah, geht schon los. Okay, ich pack mal die Kartons aus. Also einmal, zack. Ja, komm. Freunde, ihr wisst, ich bin harter Grobmotoriker. Zweimal, dreimal. Viermal. Bam! Und fünfmal. Ich guck noch kurz in den Karton und dann sehen wir uns gleich wieder. Bam! Karton war leer und das ist alles drin im Barista Pack. Also wir haben hier die Kaffeemaschine. Wie gesagt, bei Amazon weicht das ein bisschen ab. Die kriegt ihr zwischen 150 und 160 Euro so in dem Dreh. Dann haben wir hier den kleinen, jetzt muss ich das mal lesen, Coffee Knockout Box, sehr sympathisch, ja. Dann ein kleines Milchkännchen und den Thumper. Temper. Temper, ich sag's immer wieder falsch. Und die Kaffeemühle, die kostet auch irgendwas zwischen 130 und 150 Euro. Das heißt, für den Bundlepreis kriegt er quasi die drei Dinger hier umsonst. Und Mutti sagte, ihr spart nochmal 60, 70 Euro. Ich weiß es nicht genau, aber wir haben hoffentlich auf jeden Fall was gespart. Wenn nicht, könnt ihr das mir gerne unten in die Kommentare schreiben. Womit fangen wir an? Mit der Mühle. Mühle auspacken. Also, zack, Freunde, wir haben hier oben eine Anleitung und wir haben einen Reinigungspinsel. Könnt ihr den sehen? Ah, sehr schön, Reinigungspinsel. Immer gut, wenn man was zum Saubermachen hat. Jetzt, zack, geht's auch schon los. Sieht relativ übersichtlich aus. Also,
Mühle. Zack. Also, Kaffeemühle ist da. Sieht bis jetzt sehr, sehr gut aus. Gefällt mir. Hier oben kann ich gleich mal abpulen. Wa? Ich weiß, ich pulle immer alles gleich ab, aber zack. Display. Werdet da gleich sehen, wenn ich es anschmeiße. Und das hier ist der Bohnen... Wie heißt denn das? Bohnenkorb? Bohnenfang? Weiß ich gar nicht. Also Bohnenbehälter. Okay, rauf. Und festdrehen. Schon steht das Ding. Hier unten. Ah, okay. Das ist quasi eine verschließbare Kaffeedose. Wenn wir mehr Kaffee mahlen wollen, für zum Beispiel eine Filtermaschine, dann könnt ihr die Dose benutzen. Ihr könnt natürlich auch einfach nur die Mühle kaufen, um euch dann wahrscheinlich Filterkaffee zu machen. Und jetzt müsst ihr hier aber noch irgendwo, wo, ja genau, Schublade, zack, rausziehen. Und hier ist quasi, ja was ist das, die Halterung für den Siebträger, den wir später untersetzen wollen. Genau, die kommt auch hier einfach runtergeschoben. Und dann passt das so. Also eigentlich, Kaffeemühle ist fertig. Technische Daten waren... Ach Quatsch, technische Daten. Dann guckt euch mal so einen Technik-YouTuber an, der erklärt euch das genau. Wir schließen die einfach mal an und dann sage ich euch, was ich noch finde. Also erstmal geht der Rotz hier weg. Darf ich das gleich wegschmeißen? Nein. Ach, wir dürfen... Aber es wird auf jeden Fall sehr, sehr weit verwandt. Also zack. Und jetzt gucken wir einfach mal, was hier so passiert. Ich würde sagen, Stecker rein. Und dann startet auch schon die Magie. An- und Ausknopf. Zack, Bedienungsanleitung sparen wir uns mal wieder. Was ich euch sagen kann, ist, wir haben da ein Stahlkegelmahlwerk. Das soll wohl nicht das Schlechteste sein. Und wir haben hier verschiedene Möglichkeiten, diese Mühle schon einzustellen. Ich weiß nicht, ob ihr es auf der Kamera seht. Wir können hier zwischen Espresso und French Press quasi stufenlos einstellen, welchen Mahlgrad wir haben wollen. Wir möchten natürlich einen schönen feinen Kaffee, also gehen wir erstmal auf Espresso. Hier oben in diesem wunderschönen 2,1 Zoll Zentimeter Display haben wir halt noch verschiedene Möglichkeiten. Er zeigt uns jetzt quasi an, dass wir diesen Behälter hier drauf haben, dass wir unten den Fang oder den Halter für den Siebträger dran haben. Sonst würde hier quasi auf der anderen Seite, ich zeige euch das mal, nehmen wir mal raus. Wenn ich nämlich die Büchse jetzt runterstelle, guck, jetzt zeigt er an, ist gar nichts drin. Und jetzt zeigt er an, die Büchse ist drin, ja? Ganz, ganz wichtig. Wenn nichts von den beiden angeschlossen ist, dann funktioniert das Ding auch nicht. Also, Einstellung Kaffee, dann kann man hier nochmal entscheiden. Wartet, einstecken. Zack, zwischen Light, Normal und Strong Coffee könnt ihr euch also quasi einfach nur auswählen. Strong ist immer gut, weil wir sind ja strong. An der Seite, zack. Könnt ihr euch noch den Füllstand einstellen, also das Mahlmaß quasi, wie viel Kaffee gemahlen wird. Ich denke mal, wir gehen mal so auf die Hälfte. Das muss man sich aber einfummeln, wenn man dann Kaffee trinkt. Das werden wir ausprobieren. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen war es das erstmal zur Mühle. Mal gucken, was jetzt noch kommt. Und weil ich so gerne auspacke, machen wir jetzt mit den kleinen Paketen weiter. Also hier der kleine Tamper. Es hat ordentlich Gewicht. Weg davon. Es ist, wenn ihr die Kaffeemaschine einzeln kauft, auch ein Tamper dabei. Ich weiß gar nicht, ob der da jetzt drin ist, aber den zeige ich euch mal. Das ist aber so ein Plastikding, das ist nicht dolle. Und der hier hat auch schon wirklich... Ja, das Ding wiegt was. Also über schön oder hässlich kann man sich jetzt streiten, aber... Naja, ist blau, ne? Aber, okay, haben ist besser als brauchen, ne? Sagt ein guter Freund von mir. Tamper, zack. Zweite Paket. Milchkännchen. Oder Aufschäumkämmchen oder Unterstellkämmchen, Kännchen für Espresso, ist auch da. Schön, Edelstahl, haben wir. Zack. Mülleimerchen. Oder wie ich vorhin gesagt habe, was? Coffee Knockout Box. Sehr sympathisch. Das ist quasi euer Eimerchen zum Abklopfen vom Siebträger, wenn ihr den dann benutzt habt. Also hier habt ihr so eine, was ist das? So ein bisschen gummierte Stange mit drin. Hier unten ist auch ein Gummi. Steht. Macht nicht so viel Krach. Steht dann quasi neben eurer Mühle und eurer Kaffeemaschine und ihr könnt abklopfen. Werden wir aber später sehen. Ja, jetzt gucken wir uns die Espressomaschine an. Also, das Schöne ist, Freunde, ich habe genauso viel Ahnung wie ihr.
Also wir machen jetzt hier komplett die simple Geschichte. Und wie gesagt, ich bin kein Technik-YouTuber und ich habe auch technisch wirklich relativ wenig Ahnung leider. Das heißt, wir sind alle gleich blöd heute. Also Anleitung gucken wir nicht. Erstmal rausrollen. Ich hoffe, das habe ich auch. Bis gleich. Und mit Saskas Hilfe kriegst du auch aus dem Karton raus. Vielen Dank, mein Schatz. Zack. So, also Deckel ab. Ja, aufpassen, nicht verlieren. Ich sehe schon, hier haben wir. Ja, sieht aus nach Siebträger-Einsatz. Ja, einmal. Ist hier noch was? Nö. Weiter geht's. Ist hier irgendwas? Zack. Was haben wir denn hier? Eco-Dekalk. Okay, sieht nach Reinigungstabletten oder Reinigungs... was ist denn das? Reinigungsflüssigkeit? Oder? Ja, da ist eine Flüssigkeit drin. Tatsächlich, seht ihr das? Interessiert uns jetzt erstmal nicht, weil wir machen ja noch nicht sauber, ist ja neu, ne? Kaffeemaschine. Zack. Wie geht's weiter? Ah, wie ich euch gerade gesagt habe, ist das alles eingeschweißt hier. Ja, das hier ist der Stampfer quasi, der dabei ist, ja? Also hartes Plastik mit einem kleinen Portionierlöffel. Im Gegensatz dazu, ja, da sieht man schon, also so ein Set kann sich schon lohnen, ne? Das ist schon was Besseres. Aber gut, haben wir auch. Daneben hier ist, zack, hier noch was drin. Oh, aufpassen, andere Seite, auch einer. Nochmal Siebträgereinsatz. Was ist denn das jetzt? Ah, okay, also auf jeden Fall ist hier ein, sieht man ja hier hinten, da ist ein Löffelchen drauf. Das heißt, das wäre der Espresso-Einsatz. Das hier, Freunde, da ist nur so ein komischer Kreis drauf, ist der Einsatz für so eine Tabs. Also ihr könnt da, ich weiß jetzt noch nicht von welcher Firma, aber ihr könnt quasi auch so eine fertigen Kaffee-Pads da reinladen. Tabs, Pads, wie heißt das? Einsätze, also diese kleinen in Teebeutel gehüllten Kaffee-Zaubereien. Blödsinn, brauche ich wahrscheinlich nicht, aber ist dabei. Haben wir. So, zack. Siebträger ist da. Okay, Freunde, also das ist jetzt hier nicht die hochwertigste Geschichte von der Welt, aber ich meine, die Kaffeemaschine kostet 150 Euro. Normalerweise, und ich hatte mal eine große Siebträgermaschine, kostet, glaube ich, der hier schon 150 Euro. Also ist das schon ganz okay. Fühlt sich relativ schwer an, auch relativ wertig. Hier ist auch der Siebeinsatz für den Doppio drin, also für die zwei Espresso oder den doppelten Espresso. Da drinnen ist jetzt so ein bisschen Plastik gewurstelt. Könnt ihr das überhaupt erkennen? Ist jetzt nicht schön. Muss man gucken, wie man das sauber machen kann. Aber nebenbei, ich habe mir ja schon einige Videos über dieses Thema hier angeguckt. Deswegen weiß ich auch ein bisschen was über die Maschine. Wir werden und können das Ding pimpen. Also den Siebträger kann man aufrüsten quasi. Die Kaffeemaschine, die Milchlanze kann man aufrüsten. Vielleicht kriegt er da nochmal ein Video. Ich werde auf jeden Fall ein bisschen daran arbeiten. Also Siebträger, Einsätze. Jetzt den Rest auspacken. Also auf jeden Fall macht das alles einen relativ wertigen Eindruck hier schon. Ich musste bloß mal aus dem Plastik rausbekommen. Ja, hängt und klebt. Sehr, sehr schön. Das ist also das Herzstück, die Espresso-Maschine. Ist noch ein bisschen was hier dran. Ich fummel das mal kurz auseinander und dann gucken wir es uns an. Gut, also ausgepackt ist sie. Ich habe hier gerade noch mal auf den Zettel geguckt. Aufheizen soll die ganze Maschine in 40, 50 Sekunden. Ah, warten wir es mal ab und soll 15 Bar Nennleistung bringen. Keine Ahnung, ob das viel oder wenig ist. Ich habe nur gelesen, das ist ganz vernünftig. Diese Maschine, wie gesagt, ihr seht hier die Milchlanze. Wir haben hier oben drei Knöpfe. Einmal für einfachen Espresso, einmal für doppelten Espresso und für hier quasi Wasserdampf. Hier unten habt ihr das, ja, wie nennt man das, Abstellsieb, wenn ihr Espresso-Tassen benutzt. Wenn dieses Ding voll sein sollte, kommt der rote Nippel hier oben raus. Also dann könnt ihr auf jeden Fall mal leeren und sauber machen. Wenn ihr Tassen benutzt, richtige, nehmt ihr das einfach ab und habt hier quasi die höhere Abstellvorrichtung für ganze Tassen. Wir probieren erstmal Espresso. Ich habe mir sagen lassen, in der Anleitung steht, man soll das ganze Ding erstmal sauber machen und abspülen und hast du nicht gesehen, ja, wir haben uns da ja nicht so, ne? Wir haben hier hinten Wasserbehälter drin, hier steht leider nicht drauf, wie viel Liter da reinpasst, aber wir werden sehen, den spülen wir jetzt mal kurz aus. Achso, den könnt ihr jetzt entweder so zum Waschbecken tragen und voll machen oder ihr macht hier hinten einfach nur oben die Klappe auf und füllt da jetzt Wasser rein, könnt ihr halten, wie ihr wollt. Ich mach den mal kurz sauber.
Zack. Also das Ding ist voll bis zur Maximalbegrenzung. Drüber sollte man auch nicht gehen. Einfach wieder einhängen. Okay, dann stellen wir es hin und schließen wir es an, würde ich sagen. Zack. Also steht an seinem Platz und ich muss sagen, und Saskia hat das auch gerade gesagt, ist ein hübsches Pärchen eigentlich, oder? Also Freunde, es sieht wirklich für den Preis wertig aus. Preis-Leistung optisch ist schon mal erfüllt, da kann man wirklich nicht meckern. Wir schalten jetzt mal die Espresso-Maschine an und dann gucken wir mal, wie lange die braucht zum Aufheizen. Also Start, zack, läuft. Das blinkt jetzt hier. Wenn die aufgeheizt ist, dann sollen die wohl stehen bleiben, also hell leuchten. Wir gucken. Kurz warten. Zack, Freunde. 34 Sekunden, 35 Sekunden. Hier blinkt nichts mehr. Das sollte also aufgeheizt sein. Na gut, wir lassen uns mal überraschen. Dann ziehen wir uns mal den ersten Espresso. Sassi hat mich gerade korrigiert. Das heißt natürlich Espresso. Espressi wäre dann schon wieder die Mehrzahl. Ne? Also, schnappt euch den Siebträger. Hier ist jetzt der Doppio-Einsatz drin, also der mit den zwei Löffeln. Freunde, Siebträger-Einsätze. Das ist jetzt hier irgendwie so eine doppelwandige Geschichte, wo sich der Kaffee zum Schluss durch so ein winziges Loch hier durchpressen muss. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Ich glaube, das ist ein Millimeter oder drunter. Ist jetzt nicht optimal, aber wie gesagt, wir werden und können das pimpen und das werden wir auch tun. Aber wir gucken ja erstmal, was der Standard kann. Also, den einfachen Espresso-Einsatz einlegen. Na, festdrücken. Okay, und jetzt könnt ihr das Ding hier einhängen, zack, und drückt jetzt quasi einfach einmal auf Start. Wir haben jetzt hier eingestellt, ja, zack, eine Tasse, mal gerade auf Hälfte, zack, Mühlen. Zack, einfacher Espresso. Ihr könnt jetzt hier auch noch einstellen, wie viele haben wollt. Also indem man die Taste gedrückt hält und dann so lange wartet, wie er malt, kann man dann quasi mit Loslassen wieder stoppen und hat dann die gewünschte Menge. Aber das sind alles Kleinigkeiten, damit können wir uns später beschäftigen. So, einmal leicht andrücken. Zack. Ja, dann hängen wir das Ganze ein in die Espresso-Maschine, also schräg ansetzen und nach vorne drehen. Zack, Glas runter. Ja, hoffentlich passt das. Und auf einfachen Espresso drücken. Im Idealfall sollte er den wohl einmal trocken durchziehen, damit er sich aufheizt. Aber wir wollen es ja jetzt wissen. Ne? Ja, Espresso läuft. Ja, das sieht gut aus, Freunde. Ich hoffe, er wird nicht zu lang. Ja. Gerade so. Ach, guck mal. Ach, guck mal. Crema ist da. Ja, passt gerade. Ich muss ihn wegnehmen. Passt gerade so. Ich probiere. So, jetzt werde ich mich hier, mich und alles andere auch bekleckern vermutlich. Ja. Sieht schön aus. In der Espresso-Tasse wahrscheinlich noch schöner. Aber aussehen, der Geschmack zählt doch, oder? Ist heiß. Vernünftige Hitze. Wenn man den vorher noch mal einmal mit Wasser durchlaufen lässt, wahrscheinlich noch ein bisschen heißer, aber ist gut. Das schmeckt mir. Ist ein guter Espresso. Kann ich jetzt so nichts sagen. Nimm mal raus. Zack. So, einmal abklopfen. Schön, wird auch leer. Also würde ich sagen, wir versuchen es jetzt mal mit einem Latte Macchiato, oder? Königsklasse quasi, Milch. Also Glas und Milch ist da. Ich würde sagen, ein bisschen über die Hälfte voll. Wenn ihr ein Cappuccino macht, könnt ihr natürlich auch in dem kleinen Kännchen hier aufschäumen. Das brauchen wir aber jetzt quasi für unseren Espresso. Für unseren Espresso. Wir müssen jetzt wechseln. Ich gehe hier auf Dampf. Das Ganze blinkt jetzt wieder, heizt noch mal kurz auf, weil wir natürlich ein bisschen mehr Energie brauchen. Wir warten ab und gucken. Oh, 15 Sekunden später, Energie ist da. Jetzt gibt es hier noch mal eine Einstellung und zwar oben ist Hot Milk und unten ist Cappuccino. Ich glaube, wir gehen auf Cappuccino. So, jetzt soll man den Anfang kurz ablassen, weil da Kondenswasser rauskommt. Ja. Kurz, da, ein bisschen viel Flüssigkeit, die wollen wir nicht im Kaffee haben. Jetzt einhängen und Power. Hm.
Schön hochziehen. Ja, ihr seht, da passiert was. Milch wird auch ordentlich warm, das gefällt mir. Na schön, das läuft, würde ich sagen. Ja, so reicht das. Aus, zack, den hier hoch. Müsst ihr natürlich immer gleich ein bisschen Papier oder Tuch dabei haben, sonst tropft euch ja alles voll. Ne? Zack, einmal kurz oben rauf. Das hier ist übrigens auch eine Wärmeplatte. Die ist jetzt nicht heiß, aber die wird schon ein bisschen warm. Den noch mal kurz leer ziehen. Sehr schön. Und jetzt gehen wir wieder, da müssen wir raufdrücken, glaube ich. Der fährt jetzt wieder runter, damit wir Kaffee kriegen. Also, nächster Espresso. Zack. Können wir ja schon mal runterhängen. Zack. Kännchen. Lass die so. Haha, die passt nämlich so nicht. Also nehmen wir sie raus. Zack, passt. Ja, das waren jetzt 30, 40 Sekunden. Die hat die Maschine gebraucht, um wieder ein bisschen runterzukühlen, weil sie mehr Schub braucht für die Milch als für den Espresso. Also ziehen wir uns jetzt noch einen einfachen Espresso. Man muss sich sicherlich darauf einstellen, wie man es haben möchte. Aber das wird dann auch nur die Erfahrung zeigen, glaube ich. Wir müssen halt dran arbeiten, ne? So, Espresso ist da. Und jetzt gucken wir mal, ob Papa noch was kann hier. Ah, schön. So. Und dann schauen wir mal, ob wir hier einen halbwegs vernünftigen Latte Macchiato hinbekommen. Naja, komm. So schlecht ist es nicht, oder? Ha? Ist jetzt kein Meisterwerk im Barista-Handwerk, aber so schlecht ist es nicht. Den kosten wir. Das ist lecker. Also ich habe schon einen deutlich schlechteren Latte Macchiato getrunken. Definitiv. Gefällt mir, gefällt mir. Sassi meinte gerade, was ist denn, wenn ich jetzt nur einen Kaffee trinken will? Wenn wir jetzt diesen Doppio-Einsatz nehmen und den vollballern und dann quasi zweimal durchlaufen lassen, dann kann man auch einen ganz normalen Kaffee haben. Also lang, ein bisschen Milch, ein bisschen Zucker. Ich glaube, hier bleiben keine Wünsche offen. Erster Eindruck, durchgehend positiv, stabil, optisch geil und Preis-Leistung, versucht mal sowas zu kriegen, ne? Espresso-Maschine für 150 Euro mit der Qualität, geil. Also wenn ihr Bock habt, dass wir das Ding noch ein bisschen pimpen, sagt gerne mal Bescheid und in den Kommentaren, vielleicht mag ich da nochmal was. Ansonsten, nochmal, ja, ich bin kein Technik-YouTuber, aber wenn es euch gefallen hat, gerne unten mal reinballern, Daumen drücken, Abos dalassen, ihr wisst Bescheid, Facebook, Instagram, das war Bobby 030 Barbecue, ich bin draußen. Wir sehen uns am Grill.